Hey Leute, heute haben wir hier wieder meinen iRobot Roomba Modell 650 und da sind die Reifen ziemlich runter und die machen wir neu. Das habe ich als Ersatzteil hier im Internet gefunden. Wie immer verlinke ich euch alle Ersatzteile unten in der Videobeschreibung. Und da versuchen wir jetzt mal hier die Räder zu wechseln. Wie das funktioniert, habe ich noch keine Ahnung. Als erstes mal machen wir hier unten die Bodenplatte ab. Dazu muss man diese Bürste hier vorne lösen. Einfach die eine Schraube rausdrehen und abziehen. Ich habe die Bürsten und Filter und den Akku alles schon ausgetauscht. Wenn ihr das sehen wollt, verlinke ich euch hier rechts oben in der Ecke in der Infobox die anderen Videos. Oder schaut einfach mal auf meinem Kanal, da müsstet ihr die auch finden. Die Schrauben von der Bodenplatte hier, die vier, die müsst ihr nicht ganz rausdrehen. Es reicht, wenn ihr die löst, dann könnt ihr die einfach abnehmen, die ganze Platte. Ohne dass euch die Schrauben rausfallen. Und dann sehen wir darunter schon den Großteil von dem ganzen Saugroboter. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur bei dem Modell 650, sondern auch bei vielen anderen Modellen der 500er und 600er Baureihe. Die sind alle sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch aufgebaut. Das ist also relativ universell hier. Die Module mit den Rädern sind mit drei Schrauben befestigt. Diese auch einfach wieder lösen und dann könnt ihr das komplette Modul mit den Antriebsrädern einfach nach oben rausziehen. Ihr könnt auch dieses komplette Modul austauschen. Die habe ich auch gefunden. Die sind allerdings im Vergleich zum Reifenbelag relativ teuer. Solange der Motor da drin also noch funktioniert, würde ich euch eher empfehlen, den Reifenbelag zu wechseln, statt der ganzen Antriebsrolle hier. So, jetzt haben wir die erste Rolle raus und jetzt schauen wir mal, wie wir diesen Belag da abkriegen. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt hier noch die Hoffnung, dass man das einfach abziehen kann. So leicht ist es leider nicht. Das klebt da dran und ist auch noch in der Felge so befestigt. Das sind so kleine Gummistöpsel quasi unten am Belag dran, die in diese Felge reingehen. Die sind an dem Ersatzteil nicht dran, weil die müssen wir hier abschneiden und durchtrennen. Und die verbleiben dann quasi gerade einfach in der Felge drin und man macht den neuen Belag oben drüber. Es ist durchaus schwierig, diesen Belag darunter zu kriegen. Der klebt sehr fest und lässt sich wirklich nur schwer abziehen. Ihr könnt natürlich den Reifen auch komplett durchtrennen und das macht euch das natürlich einfacher, den hier abzuziehen. Jetzt müsste man es gleich hier richtig gut sehen mit diesen Stiften, die in die Felge reingehen. Und da könnt ihr entweder ein Cuttermesser nehmen oder eine Zange oder irgendwas ähnliches, um diese Verbindung da zu durchtrennen. Das sind so 6 kleine Stifte quasi, die von dem Reifenbelag in die Felge reingehen. Das macht auch nichts, wenn ihr die durchtrennt. Also der Reifenbelag, der neue, wird sich nicht einfach auf der Felge runddrehen, wenn der Saugroboter anfängt zu fahren. Und so arbeiten wir uns jetzt hier einmal rundherum um die Felge. Mit dem Cuttermesser ist nicht ideal, weil das Gummi sich schwierig schneiden lässt. Ich empfehle euch eher eine kleine Zange, so einen Seitenschneider, um das hier durchzuschneiden. Und wenn ihr den ganzen Reifen an sich auch noch durchtrennt, lässt sich es natürlich noch leichter abziehen als jetzt hier in der Version. Ihr seht, das hängt ganz schön fest. Aber es löst sich nach und nach und das Aufsetzen des neuen Reifens ist dann eigentlich eine Kleinigkeit und überhaupt kein Problem. Die Schwierigkeit daran liegt halt wirklich hier, diesen alten Belag von der Felge zu lösen. Ja, das ist vorerst hier das letzte Video zu dem Staubsaugroboter. Ich habe jetzt hier eigentlich so gut wie alles getauscht. Die Rollen sind neu, die Bürsten sind neu.
Die Reifenbeläge kommen jetzt hier neu, der Akku ist neu drin und der Filter ist getauscht. Somit ist das Projekt hier abgearbeitet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal auf jeden Fall ein Like auf das Video und ein kostenloses Abo auf meinen Kanal da. Das wird mich echt unterstützen und wie gesagt, euch kostet es überhaupt nicht. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch allen weiterzuhelfen. Und wenn ihr Ersatzteile sucht, findet ihr die natürlich in der Videobeschreibung. So, ich glaube, ein Stift ist jetzt noch hier dran. Mit der Zange geht es deutlich einfacher. Das würde ich euch auch raten. Einfach den Reifen ein Stück runterziehen und dann immer mit der Zange diesen Pin lösen vom Belag. Und dann könnt ihr den einfach rausziehen. Hier sieht man jetzt nochmal die Stifte ganz genau, die in die Felge reingehen. Die Reste von dem alten Reifen verbleiben somit in der Felge drin. Das macht aber nichts, weil der neue Reifen hat diese Stifte nicht dran. Und somit stört uns das überhaupt nicht, dass die Reste von den alten Belägen quasi in der Felge drin bleiben. So, jetzt muss man nur hier darauf achten, dass der Belag sauber da drin sitzt. Der sitzt hier beim ersten Versuch so ein bisschen schräg drauf. Da muss man wirklich einmal rumdrehen und gucken, dass er gerade drin sitzt. Aber das ist, denke ich, für jeden gut machbar und super einfach. Und schon können wir diese ganze Baugruppe wieder einsetzen. Natürlich, wenn ihr irgendwas rausgemacht habt, guckt, dass ihr so viel Dreck wie möglich aus dem Gerät entfernt und hier sauber arbeitet. Dann halten die Sachen auch deutlich länger, als wenn ihr den ganzen Dreck wieder unten drunter mit einbauen solltet. Ja, jetzt wird dieses ganze Modul einfach wieder eingesetzt und die drei Schrauben werden wieder angezogen. Das ist, denke ich, überhaupt kein Problem. Und die zweite Seite machen wir jetzt hier erstmal in einem Timelapse für euch. Und da habe ich jetzt versucht, den Reifen zu durchtrennen. Aber schaut es euch mal selber an. Das war wirklich ein bisschen tricky, diesen Reifen da durchzukriegen. Vielleicht hatte ich auch einfach nicht das richtige Werkzeug dafür. So, jetzt haben wir beide Seiten getauscht und alles sitzt wieder so wie es soll. Jetzt müssen wir nur noch die Abdeckung unten wieder aufsetzen und alle vier Schrauben andrehen. Wenn ihr diesen Bürstenkopf aufsetzt, müsst ihr natürlich schauen, der hat unten so einen Sechskant drin, dass der sauber auf dem Stift drauf sitzt und dann alle Schrauben ordentlich festziehen. Nicht zu fest, ihr dreht den Kunststoff rein, nicht dass ihr die rund dreht. Ja, wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like auf das Video da, lasst ein Abo auf den Kanal da. Das kostet euch nichts, mich unterstützt das sehr, auch für die Links unten. Das ist eine kleine Unterstützung an mich, wenn ihr über diesen Link bestellt. Zahlt ihr genauso viel, wie wenn ihr es einfach so bestellen würdet, aber ich kriege eine kleine Provision davon. Das unterstützt mich hier, solche Videos für euch zu machen.
Natürlich freue ich mich über alle Nachrichten, die ihr mir schreibt. Ich versuche auch allen immer zu helfen, wenn ihr irgendwelche Probleme dabei habt, diese Videos hier nachzumachen. Und ein Riesendank an alle, die mich hier schon unterstützt haben. Sowohl über nette Nachrichten als auch über Spenden oder diese Affiliate-Links. Natürlich auch danke an alle Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Und hier sehen wir jetzt nochmal die abgefahrenen Reifen. Die hätten jetzt nicht unbedingt schon gewechselt werden müssen. Aber ich denke jetzt hier, wenn man den einmal komplett überholt, kann man auch diese zwei Reifen neu machen. Der Saugroboter ist nicht der schönste, aber hier, um bei mir ein bisschen in der Werkstatt rumzufahren und zu saugen, dafür taugt er auf jeden Fall noch gut. Und er macht seine Arbeit hier eigentlich ganz gut. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.